Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach den Ahnengräbern hier in Wadenfell. Die Quest dazu verlinke ich unten im Text und die Errungenschaft schauen wir uns einmal an. Wir öffnen mal unser Tagebuch. Auf der Tastatur ist das die Taste J. Dann gehen wir hier auf die Errungenschaften. Könnt hier als Suchbegriff Ahnen eingeben und dann habt ihr hier in Morrowind allgemein Jägerin bzw. Jäger der Ahnengräber. 30 Stück müssen wir finden hier auf Wadenfell und die sind teilweise gut versteckt, teilweise kommen wir dran vorbei. Und wie ihr sehen könnt, viel fehlt hier gar nicht mehr. Wir sind also schon gut dabei gewesen. Und heute zeige ich euch den Fundort von dem Norwein-Ahnengrab. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das ist eins der Gräber, was man eigentlich gut per Zufall finden kann. Denn es ist ausnahmsweise mal direkt am Weg. So, wo genau befinde ich mich denn? Im Westen hier von Wadenfell. Das heißt, wir können den Wegschrein nehmen von Balmora, theoretisch auch von Aldruhn. So weit ist das jetzt nicht auseinander. Und wir müssen hier noch weiter Richtung Westen laufen, quasi genau an diesen Weg, der hier vorbeigeht. So, diesen Weg haben wir quasi direkt hier vor uns. Da ist er, da kommt er, da geht er. Und dann sehen wir hier nämlich auch schon das Ahnengrab. Also wirklich mal ausnahmsweise direkt am Weg. Ist wirklich selten, weil die Gräber immer irgendwie in Stein eingelassen sind, wie man das hier auch sehen kann. Hier sind halt ja die Gebirgssteine sehr nah am Weg. Sonst sind die schon um einiges mehr versteckt. Ja, wenn ich das Grab jetzt gefunden habe, was muss ich tun? Näher rangehen, um dann nämlich eine Pause anzufertigen mit Informationen. Denn im Endeffekt bekommen wir, wenn wir das Ganze vervollständigt haben, erst einmal den Titel Bibliothekar oder Bibliothekarin. Aber wir machen das, damit dieser Bibliothekar quasi eine Replik von Wadenfell herstellen kann. Hier kann man so ein bisschen sehen und die bekommen wir im Anschluss mit einer Folgequest dann eben für unser Zuhause. Sieht mega aus, das Teil. Hat nicht jeder, ist also was ganz Besonderes und allein deswegen finde ich, lohnt es sich, diese Quest, also diese Sammelei auf sich zu nehmen. Nicht wegen des Titels, der ist auch nice, aber dieser Einrichtungsgegenstand, der ist schon cool. So, das war's. Ihr seht, dass das jetzt noch nicht abgehakt ist. Das bleibt so lange grau, bis ich es zum Bibliothekar gebracht habe. Das machen wir auf alle Fälle beim nächsten Video, dass ihr mal seht, was dann passiert. Das ist nämlich richtig mega. Und ja, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, ich freue mich natürlich wie immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.